So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung, diesmal ein bisschen aus der Reihe. Wir spielen heute Crack Attack, ich weiß nicht genau, eine Art Clone. Also Clone ist gelogen, weil es nicht exakt Tetris Attack ist, aber sowas in der Art, was relativ schnell relativ viel Panik bei mir auslösen wird. Am Anfang ist es ein bisschen langweilig. Ich habe das früher während meinem Studium gesuchtet wie bekloppt. Und bin damals auf einen Score von ungefähr Maximum 1400 oder sowas gekommen. Davon bin ich inzwischen weit entfernt. Es gibt im Netz Bekloppte, wenn ihr euch das angucken wollt. Es gibt Bekloppte, die machen 43.000 Punkte. Und bekloppt meine ich deswegen, weil das Spiel gegen später echt stressig wird. Am Anfang ist es relativ entspannt, gegen später wird es echt stressig. Ich denke, wir legen einfach mal los. Ich erkläre nebenher so ein bisschen das Spiel. Ich werde gegen später wahrscheinlich ein bisschen schweigsamer werden. Also im Prinzip geht es halt darum, Dreierreihen zusammen zu klöppeln und man kann halt die Steine immer nur drehen. Sobald man mehr als Dreiersteine macht oder eine Combo, in dem quasi Steine fallen und ich kann das vielleicht mal zeigen, gibt es so Bonusblöcke. So Bonusblöcke kann man nur dadurch wieder beseitigen, dass man direkt an Grenzen Steine entfernt. So, diese Art von ich lasse Steine fallen und die lösen eine weitere Auflösung aus, gibt auch Bonus, und zwar solche. Und das kann man jetzt beliebig multiplizieren im Prinzip. Also da kann man so 2er und 3er Boni machen. Jetzt haben wir hier schon wieder einen, da haben wir einen dritten, da haben wir auch noch eine 6er Reihe gehabt. So, das gibt jetzt 3 Boni. Und wie gesagt, gegen später passieren diese Boni völlig automatisch, wenn man da einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf hat, dass die eigentlich passieren. Also nicht, weil man keinen Bock drauf hat, sondern obwohl man gar keinen Bock mehr drauf hat. So, das mache ich jetzt mal so. Dann kann man nämlich hier den Block auch noch wegmachen. Plus, dass natürlich, naja, das passiert natürlich auch noch ab und zu, dass zufälligerweise diese roten Blöcke behalten werden. Plus natürlich diese Hochfahrgeschwindigkeit, die wird irgendwann einmal natürlich schneller. Je weiter man in dem Spiel vom Punktestand her kommt, desto schneller wird diese ganze Kacke natürlich. So. Spielprinzip total einfach. Gegen irgendwann wird es so stressig und so panisch, dass ich dann zumindest nicht mehr sehe, wo sich überhaupt noch Steine befinden. Plus, dass sich immer diese Türmchen bilden, die natürlich auch dafür sorgen. Also am Anfang kann man sowas noch machen, am Anfang kann man noch gucken, dass man möglichst viele, wie sagt man das, viele Ebenen öffentlich hat. Gegen später ist es eine ziemlich blöde Idee. Aber so, wir machen hier mal wieder eine Combo. Bam, bam. Genau. Zack, zack. Ach ja, was auch noch wichtig ist, die Zeit bleibt stehen, solange man eben Steine auflöst. Das ist wichtig deswegen, weil es einem später das Leben rettet. So, genau. Die Zeit hier bleibt gerade stehen. Das bringt mir jetzt momentan nicht viel. Gegen später ist es quasi die Möglichkeit, ohne Panik, ohne ich sterbe gleich, wofür man 7 Sekunden hat. Also sobald das Teil blockiert, hat man 7 Sekunden, um diese Blockade aufzulösen. Die 7 Sekunden sind eigentlich viel, aber die 7 Sekunden sind dann doch recht schwer. Zumal man hier die Bewegungsgeschwindigkeit relativ langsam ist und ich dann doch immer wieder in Panik verfall und dann nichts sehe und nichts finde und nichts und überhaupt und sowieso. So, haben wir hier wieder einen Bonus gemacht. Das gibt dann wahrscheinlich auch wieder irgendwelchen Doppelquatsch. So. Ja, das ist natürlich jetzt super optimal gelaufen. So, dann schieben wir da noch einmal einen gleich hinterher. Können wir so machen. Ah, gut. Ja, das war vielleicht gar nicht so schlecht jetzt in dem Moment. So, dann brauche ich dich. Brauche ich dich. Wie gesagt, also gegen später werde ich definitiv ruhiger werden, weil ich bei diesem Spiel relativ fix in den Panikmodus verfalle. Und Panik ist meistens ein schlechter Ratgeber. Das heißt, ich werde nur Blödsinn machen in meinem Panikmodus und nicht mehr erkennen, wo ich sinnvolle Dinge tun könnte. Zum Beispiel da jetzt hätte ich sinnvollerweise darauf gewartet,
Sagen wir so, ich hätte andere Dinge erstmal aufgelöst und dann dafür gesorgt, dass ich dieses Zeug da wegmachen kann. So. Das ist auch noch so eine Krankheit von mir. Ich versuche diese Zeit zu nutzen. Manchmal ist das kontraproduktiv, gerade in den Anfängen. Ach, das war jetzt schon wieder scheiße. So, dann machen wir das mal so, dann machen wir das so. Das bringt mir aber nichts, dann machen wir das so. Dann ist zumindest die Kacke mal weg. So, machen wir schon wieder einen Dreier. Jo. Genau, wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz geckig früher in jungen Jahren, als ich noch ein bisschen, wie sagt man das? Ein bisschen fitter im Kopf war. Und auch ein bisschen reaktionsfähiger. Ich bin ja jetzt inzwischen ein alter Mann, also ein altes Kind. Das bedeutet natürlich, dass meine Reaktionsgeschwindigkeit auch nicht mehr ganz so hoch ist. Wie auch immer. So. Und das wiederum bedeutet, dass ich bei sowas natürlich übelst versage. Besonders wenn ich nebenher dann auch noch versuchen muss, euch irgendwie ein bisschen zu unterhalten und irgendwelchen sinnvollen Scheiß zu erzählen. Nicht, dass ich das je tun würde. Aber ja, sei es drum. Gut, also wir versuchen halt im Prinzip einfach nur so weit zu kommen, wie es geht. Also es ist halt wie gesagt Tetris-like, bis man verreckt, ist alles gut. Und es bilden sich dann hier halt irgendwann mal diese Türmchen, die man panisch versucht wegzubekommen. So, dann kann ich hier den da mal sagen zum Beispiel. Dann kann man hier den mal sagen. Und ihr seht schon, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen stressiger. Und das war jetzt auch wieder so eine dämliche Aktion. So, aber das kann man so machen. Das ist nicht ganz so dämlich, die Aktion. Dann würde ich den mal so machen und so und so. Und wie gesagt, also in jungen Jahren habe ich das Ding echt gesuchtet und ich war gar nicht so schlecht. Also nicht mehr so schlecht wie heute. Zumindest nicht so schlecht wie heute. So, aber ja, wie gesagt, heute bin ich halt einfach nicht mehr so gut wie früher. Wobei, wenn ich mir angucke, was man sich Cracks da wirklich weghauen, da muss ich sagen, Cheerio, Hut ab. Da bin ich echt weit von entfernt. Zwar sowas von. Okay, also dann würde ich den mal darüber machen. Das war jetzt wieder dämlich übrigens. So, und das ist das, was ich mit Panik-Mode meine. Weil jetzt wird's weniger schön. So, das geht noch alles. Das geht gerade auch noch alles. So, das geht gerade weniger. Machen wir hier mal den darüber. Machen wir hier mal so. Ja, wunderbar. Und dann kann man die Zeit jetzt hier gerade nutzen, um hier noch ein bisschen aufzuräumen. So, dann will man das vielleicht mal so machen. Machen wir den mal so, machen wir den mal so, machen wir den mal so und so. Gut, ja, was soll ich sagen und nicht lügen? Also, wie gesagt, das ist jetzt natürlich nett, mir hier zuzugucken, wie ich gnadenlos scheiter. Aber nichtsdestotrotz. So, auf Wiedersehen. So, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten können. Das meine ich mit das, manchmal bin ich da ein bisschen unstrategisch. Wie gesagt, wegen Panikmodus. Und Panik ist stets ein schlechter Ratgeber. So, genau. Hier, den da machen wir mal weg. Dann machen wir den dann mal darüber. Dann machen wir den mal dahin. Ah, das ist gut. Und dann machen wir das mal so. Und dann würde ich hier mal wieder ein bisschen aufräumen wollen. Der wäre nicht verkehrt. Was ich auch gerne mache, ist, ich drehe mich ganz gerne im Kreise ein bisschen durch, was natürlich auch nicht so sinnvoll ist. So, dann kannst du auch wieder weg, dann kannst du weg, kannst du weg. Kann man da wieder Dreier machen? Können wir da den so machen? So, das ist auch nicht so schlecht. Was mir auch ganz gerne passiert ist, dass ich eigentlich Steine irgendwo hinbewegen will und dann aber zwischendrin schon in Dreier-Sektionen auftritt und ich dann eigentlich halt mein strategisches Ziel nicht mehr erreiche. Strategisches Ziel insofern, Blöcke auflösen.
Ich meine, das ist ja hier eigentlich immer nur das strategische Ziel. Das strategische Ziel ist immer Blöcke auflösen. So, 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 so. Ah, das war jetzt vielleicht doof. Dann machen wir den mal dahin, machen wir den mal dahin, machen wir den mal dahin, machen wir den da, da, da. Und dann machen wir mal so. So, dann machen wir den mal da. Dann würde ich hier unten mal wieder versuchen wollen, ein bisschen freie Räume zu schaffen. Oh, das sieht nicht gut aus. So, machen wir den mal so und machen wir den mal so. Hier würde ich den dann mal darüber schieben. Machen wir hier mal so und so und so und so und so. So, und dann würde ich hier mal sagen, so. Ja, und das war die Geschichte, genau. Das war unsere erste Runde Crack Attack. Oh, ich habe es auf Platz 3 geschafft. Das habe ich schon länger nicht mehr geschafft. Also mein Maximum davor war halt irgendwie 460. 415. 347. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich alles eine Übung. Ja, wie gesagt, ich habe es auch schon länger nicht mehr gespielt. Die Umschalte-Dinger sind hier gerade ein bisschen eigen. Aber das soll uns ja nichts machen. So, dann würden wir halt einfach wieder weiter zocken, ne? Genau, wir machen jetzt noch eine Runde. Ach ja, was ich erzählen wollte, warum ich das eigentlich jetzt spiele, ist, weil ich gerade zeitlich ein bisschen indisponiert bin, um es freundlich zu formulieren. Also, sprich einfach, es kommen andere Dinge im Leben dazwischen, die halt einfach wichtiger sind. Für mich zumindest, weil ich das ja eh nur hobbymäßig mache. Also diese Vorspielerei-Geschichte, die mich halt ein bisschen davon abhalten, wirklich jetzt gerade an Anno weiter zu zocken. Zumal Anno halt einfach, ja, wie gesagt, man spielt da halt nicht mal 15 Minuten zwischendurch, sondern da müsste man eigentlich immer schon 2 Stunden am Stück spielen, einfach damit man auch ein bisschen vorwärts kommt. Deswegen ruht Anno gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch vielleicht wieder Folgen für Anno habe. Aber momentan ruht es ein bisschen und deswegen dachte ich, hey, was kannst du als kleines, gaggiges Spiel zwischendurch, was man eigentlich auch nicht so lange spielen kann, dazwischen schieben? Und da dachte ich mir, ach komm, Crack Attack ist doch kein schlechter Plan. Wie gesagt, also mir hat es damals das Spiel unglaublich viel Laune bereitet. Ich habe es in meinem Studium viel gespielt. Und ja, also was soll ich sagen und nicht lügen? Ja, ich hab's ein bisschen gesuchtet. Und mein Studium trotzdem gepackt, also insofern gar nicht mal so schlecht. Aber das ist ja. Ja. Gut. Wie auch immer. Ja, ihr seht schon, im Vergleich zu vorher ist es wieder gemütlicher. Ein bisschen. Tak, 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 tak. So, am Anfang kann man sich noch auf die Boni stürzen, gegen später flucht man dann, wenn man schon wieder einen Bonus fabriziert hat, weil es dann auch schon so anstrengend genug ist. Aber eigentlich muss man halt diese Boni-Dinger machen, damit man überhaupt Punkte kriegt. Weil nur mit diesen Boni macht man eigentlich wirklich ordentliche Punkte. Alles andere ist quasi mehr so, ja, unter ferner liefen. Also, wenn ich hier so einzeln diese Punkte machen müsste, dann müsste ich echt ewig zocken. Und das lohnt sich einfach nicht. So, deswegen ist das mit dem Bonus machen schon richtig. Es wird nur immer leider recht schnell, recht stressig. So, so, so. So. Bam, bam, bam. Der kann dann weg. So. Was mir halt immer passiert ist, ich krieg dann total diesen Tunnelblick. Und dann sehe ich halt viele Dinge einfach nicht mehr. Das ist bei mir generell so, also auch zum Beispiel bei Ego-Shootern habe ich voll den Tunnelblick. Ich sehe da meine Gesundheitsanzeige nicht und so weiter. Ich habe da immer tiefen Respekt vor denen, die das können. Ich kann es nicht. Also ich mag Ego-Shooter, aber ich kann mich nicht quasi professionell zurückziehen, wenn meine Gesundheitsanzeige knapp wird, weil ich das einfach nicht mehr sehe. Da bin ich einfach wirklich, wie gesagt. Aber das war noch nie so bei mir. Ich war schon immer,
da etwas tunnelblickig. Ah. So, jetzt habe ich kurz mich am Ohr kratzen müssen, wollen, dürfen, wie auch immer. Einfach um diesen Juckreiz zu beenden, der sich hier gerade aufdrängt, was natürlich in so einem hektischen Spiel super produktiv ist. So, dann würde ich mal dahin gehen. Dann können wir hier den vielleicht mal reinmachen. Da würde ich vielleicht den da mal machen und den da mal. So, und dann, ach ja, das ist in Ordnung. Dann machen wir das mal so. Dann machen wir hier mal, dann machen wir hier mal den darüber. Dann können wir die nämlich wegmachen. Dann würde ich den und den da wegmachen. So, dann können wir hier unten vielleicht noch ein bisschen rumblätscheln. Können wir da noch reinblutscheln. So, und jetzt sehe ich schon wieder nichts mehr. Ah ja, da vielleicht. Und da kann man hier vielleicht drüber gehen und darüber gehen. Das ist jetzt auch wieder super produktiv. Können wir den da wegmachen? Können wir den da wegmachen? Können wir dann da. So, tak, 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 tak. Das ist nicht so schlecht. So, und dann würde ich hier mal sagen du. Und dann würde ich hier mal sagen du. Und ziehen wir den da vielleicht mal ein Stück runter. So, und dann würde ich hier und hier sagen, und das ist gar nicht so schlecht gewesen. So, und dann kannst du hier rüber, kannst du dahin. Zack, 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 zack. Ja, genau, das war auch eine tolle Idee. So, geht's hier rüber, dann können wir den eigentlich wieder zurück machen. So. Tralala, der war dann hier. Zack, zack. Und zack, und zack, und zack. Und dann geht's hier weiter. Können wir hier wieder rüber, den dahin, dahin, dahin. So, und das meine ich halt wirklich mit, ja, man muss die Zeit nutzen, die man hat, während das Ding pausiert. Weil es halt wirklich dann nur noch darum geht, dieses Auflösegedönse halt dazu zu nutzen. Also die wenige Zeit, die man dann noch hat, quasi dafür zu nutzen, dann wirklich unten ordentlich aufzumachen. Und dazu muss man halt wirklich das Zeug sehen. Und wie gesagt, das tue ich eigentlich dann gegen später einfach wirklich überhaupt gar nicht mehr, weil ich da halt, wie schon gesagt, mehrfach in Panik verfalle. So, ja, genau, hier haben wir Orange, da haben wir Grün, da haben wir Orange, hier haben wir Blau. Hier unten haben wir auch noch Blau. Jo, das ist gar nicht so blöd hier. Dann würde ich mal hier den zurück machen. Dann würde ich das da wegmachen. Dann können wir hier den da wegmachen. Dann können wir hier und hier sagen. Dann können wir da hingehen. Dann können wir hier zack, zack, zack darüber gehen. Und dann würde ich das mal so sagen. Zack, zack, zack. Genau. Und den da. Wunderbar. Das war jetzt ein bisschen doof. Dann machen wir das vielleicht mal so. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Den, ja gut, das war jetzt auch nicht so clever. Finden wir uns so. Ja, ich verfall wieder in Panik. So. So, du kommst weg, komm hier rüber und dahin. Genau, das war wichtig. So, dann kannst du hier weg. Dann kannst du hier weg, dann machen wir das so. Ja, wunderbar, dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Dann können wir den da mal wegmachen. Dann können wir den da mal wegmachen. Den mal wegmachen. Oh Gott, ja, da hätte ich jetzt was tun können. Das war jetzt ein bisschen zu spät, was ich da hätte tun können. Kann man den sagen, den sagen, den sagen. Kann man den hier wegmachen? Kann man den da wegmachen? Kann man hier rüber? Kann man da sagen? Kann man den da wegmachen? Kann man den wegmachen? Und, okay, 541. Wie gesagt, man wird recht hektisch mit der Zeit. Im Vergleich zu vorher war ich jetzt natürlich etwas schlechter, aber ja, gut. So ist es halt. Ich denke, an dieser Stelle mache ich jetzt allerdings eine kleine Aufnahmepause. In der nächsten Folge wird dann wieder noch eine Runde Crack Attack kommen. Also Montag und Dienstag, und dann müsste ich gucken, dass ich das diese Woche hinkriege, dass ich dann vielleicht noch ein paar Folgen Anno aufnehme. Einfach damit wieder jeden Tag irgendwas kommt. So, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und morgen gibt es dann wieder noch eine Runde Crack Attack und danach geht dann vielleicht wieder Anno weiter, hoffentlich. Das würde ich mir wünschen und mich dann da sehr drüber freuen. Bis dahin, Cheerio mit O.